So, der Herr der Nahrungskette. Können wir? Okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, in die Quest gegangen und wir... Die Fußspuren, die müssen von ihm sein. Was? Der war hier im Lager? Mhm. Haben wir überhaupt erzählt, dass wir den Aufenthaltsort des Dimensions gefunden haben? Ja, okay. Und das heißt, ist er jetzt hier lang gerannt oder wo ist er lang? Mein Plan, fast alles Ess- und Trinkbare in der neuen Welt zu katalogisieren, ist fast abgeschlossen. Okay, wir laufen richtig. Ist die Wildexpertin mitgekommen? Ich dachte, die darf jetzt hier nicht rein. Opa, Vater, ich wünschte, ihr wärt hier, um es zu erleben. Fußspuren, wir haben sie gleich voll. Ach, wirklich? Bei Gott, ich glaube, wir haben vergessen. Toll, ich habe es jetzt so schnell nicht mitgelesen. Egal. Was, wir müssen sagen, dass dieses Gebiet derzeit nicht betreten werden darf. Oh, wir müssen ihr sagen. Alles klar, sie scheint wirklich auf Expedition gegangen zu sein. Ah, da steht sie auf dem Fußboden der Wildexpertin. Okay, und was haben wir da? Was zum? Oh, Himmel, Himmel. Hilf, diese Spuren, der Demon Joy ist in der Nähe. Ja, das war ja der Plan. Oh, wow. Was für ein Pilz. Haben wir die Wildexpertin gleich mal gefunden? Die Jagd nach Essbarem beruhigt immer mein Herz. Und nebenbei fahren wir gerade fröhlich. Oh. Ein bisschen in Ehren kann niemand verwehren. Die Fußspuren vom Demon Joe. Oh, verwüsteter Kadaver. Verwester, Entschuldigung. Ist auch vom Demon Joe übrig geblieben. Na, da ist sie ja. Schön. Ziemlich ansehnlich. Ah. Komm schon. Hier entlang. Ah. Oh. Okay, dann... wollen wir mal. Wo ist sie eigentlich? Ich sehe sie nicht. Auch die ist immer noch auf dem drauf. Oh Mann, der arme Jagras. Verdammt. Oh, Scheibenkleister. Noch viel schlimmer ist, dass ich noch keinen Maxi-Trank genommen habe. Dass der so lange mit dem Jagras kämpft, ey. Hat er den weggeworfen, Alter. Niemals aufgeben. Okay, niemals aufgeben und los geht's. Piekt der jetzt die ganze Zeit auf dem rum und sticht den? Ich glaube, wir können uns aber nicht auf den Rücken setzen. Ah, sehr nice. Oh oh. Alles klar.
Oh, weia, da habe ich auch Glück gehabt. Wo ist der denn hingesprungen? Aber anscheinend kämpft er nicht wirklich gegen uns, sondern sie hängt drauf und sorgt dafür, dass er umfällt und so Sachen. Oder halt geschwächt ist. Ist ja kein richtiger Kampf. Oh, verdammt. Ja, ich hätte Rüstung mit Sicherheit, Erdbebensicherheit nehmen sollen. Ja, komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Was geht, ey? Autsch. Sehr gut. Ach, Ausdauer der Wildexpertin steht da oben. Dann sollte ich mal Gas geben. Alter, das gibt's doch nicht. Okay, sie hat auf jeden Fall noch Ausdauer. Das ist okay und sehr schön. Verdammt, komm her. Auch getroffen. Alter, die viel mehr Ausdauer als wir. Das gibt's doch nicht. Oh, nice. Wir können jetzt das Notsignal-Dings setzen. Ich frage mich, ob das noch notwendig ist. Den haben wir eh schon gleich platt. Das heißt gleich, ihr wisst, was ich meine. Aber wir schaffen ihn, ja. Aber wisst ihr was? Mit mehr Leuten macht das bestimmt viel mehr Spaß. Es sei denn, wir haben Pech und kriegen Leute, die es nicht ganz so gut hinbekommen. Wow. Abgefeuert. Sehr schön, spüre das Monster auf. Dann spüren wir mal. Das war ein Rathalos-Fehler, habe ich genau gesehen. Schuppen, Entschuldigung. So, mal gucken. Wo rennt er rum? Demon Joe. Ach, da ist er. Mal gucken. Da unten ist eine Kröte. Okay, jetzt sind wir drauf. Und wir müssen... Ich hätte die Waffe schleifen sollen. Ich voll Honk. Ja, komm, jetzt haben wir eh gerade verschissen. Ich kann ja auch eben kurz die Zeit, Zeit nutzen, die Waffe zu schleifen. Die Aasgeier kreisen schon. Was war das? Leck oder... Egal. Und ab ist der Schwanz. Oh. Ach, easy. So schwer ist es jetzt auch nicht, sag ich mal. Den Devil Joe haben wir jetzt oft genug besiegt in Monster Hunter Quatsch Online und in anderen Monster Hunter Teilen. Autsch.
Ganz so schnell kriegt er uns nicht klein. Nur so ein bisschen so schnell. Mali fährt wieder mit seinem Kinderwagen durch die Gegend. Ah, was? Okay, vielleicht sollte ich doch mal was essen, zumindest zwischendurch. Okay, zumindest ein Billigschlag. Okay, Höchstleistung ist aktiviert, passt. Dann können wir die Chance auch mal nutzen, wieder zu schleifen. Wo rennt der hin? Okay. Ciao. Was auch immer, wir nehmen uns eben kurz einen Demon Joe Schwanzteil mit und dann sind wir auch weg hier. Demon Joe hat die Map verlassen. Wohin jetzt? Ich glaube, die können sich gerade nicht entscheiden. Okay, mein Navi ist kaputt. Schließe die besondere Aufgabe ab. Oh, ich habe das Gefühl, unsere Ausdauer ist echt mies geworden. Hat sich irgendwas an der Ausdauer geändert? Ist er ja auch schon wieder. Und fertig. Ah, verdammt. Ah, Energie leer. Okay, das kennen wir. Oh, wir sind drauf. Alles klar. Oh, verdammt, der hat alles klar auch im Kopf. Ich dachte, ich weiche gerade mal aus damit, aber es hat wohl nicht geklappt. So, Käfer braucht Energie. Oh. So, Höchstleistung ist wieder aktiv. Wow. Okay. Hat er seinen Kopf um den Baum geschlängelt? Oh, verdammt. Das habe ich zu spät bemerkt. Er kommt. Komm schon. Ach ja. Ins Gesicht. Ich glaube, jetzt muss es mal wieder Zeit für ein wenig Heilung. Okay, jetzt ist noch jemand der Quest beigetreten.
So, jetzt aber drauf da. Ach komm schon. Was machst du? Haust du ab oder nicht? Du frisst, wie kannst du nur? Frisst es immer noch? Ne, sieht nicht nach Aua aus. Ja, es machen wir halt heute nochmal eine ganz normale Devil Joe-Folge. Neue Monster müssen auch 2 Folgen hintereinander bekommen. Passt. So, ist er da? Der zweite Spieler ist da? Ja, ab ist da. Ab ist da! Oh. Schleifen wir einmal kurz, was war das? Oh, schleifen wir nicht mehr. Habe ich verdient. Egal, was soll. Au, der und sein Stummelding. Schade, ich dachte, ich kann drüber wegkommen. Dann werde ich mir mal kurz wieder Fleisch reinwerfen. So, wo haben wir das Fleisch? Ah, Asuna ist dazu gekommen. Mali ist nicht mehr dabei. Okay. Dann bekommen wir doch noch ein bisschen Unterstützung. Und wieder eine Stufe erhöht. Sehr gut. Ups. Dass die ganzen Monster immer die ganze Erde auffressen müssen, das ist doch bestimmt total unlecker. Ah ja, stimmt, er heißt ja Weltenfresser. Und nun sind wir doch 4 Spieler. Krass. Und wieder drauf. Nice, wir bleiben einfach weiter drauf. Finde ich gut. Und jetzt noch. Zack, zack, zack. Und er fällt wieder um. Ah, komm. Der ist gleich down. Das war's gleich.
Na gut, dann mal hinterher. Ach komm schon. Egal, Tobi Kadashi müssen wir jetzt nicht farmen. Eine Ausdauer-Dings. Easy. Ich denke mal, der wird dort schlafen, wo auch der Anjanat schläft. Oder auch nicht. Oh, der schläft gar nicht. Und fertig. Gut, ich meine, Hilfe hätten wir jetzt hier nicht wirklich gebraucht, aber was soll's. War Fußspuren. War schon wieder witzig, mal mit Leuten unterwegs zu sein, Demon Joe zu jagen. Ich denke, im Stream jetzt werden wir auch den Demon Joe ein paar Mal angreifen und bekämpfen. Wieder ein paar Teile bekommen. Reicht aber, glaube ich, nicht, um jetzt schon irgendwie ein Rüstungsteil herzustellen. Oder die Waffe zumindest. Die Waffe wäre toll. So. Oh, Stufe 2. Sehr schön. Die Galerie. Neuer Rekord. Demon Joe. Okay, der wird auch immer größer. Alles voll. Passt schon. Gut, zurück. Gibt es eine neue Questabgabe? Gibt es. Hallo. Unsere aufrichtigen Entschuldigungen, dass du warten musstest. Du hast in unserem Auftrag gute Arbeit geleistet. Lass uns woanders reden. In Ordnung, folge uns. Hey, Partnerin. Gute Arbeit da draußen. Vielen Dank für deine Hilfe. Tut mir leid. Das war wirklich exzellent, Jägerin. Selbst der Admiral hätte das nicht besser machen können. Ich muss jedoch sagen, fragen, was ist das, was in das Terra du da draußen gemacht hast, was in das Terra du da draußen gemacht hast, verehrte Wildexpertin. Okay, also, das mag jetzt vielleicht ein Schock sein, da ich nicht so oft drüber rede, aber ich liebe Essen. Toll, von ganzem Herzen, ich bin so eine richtige Feinschmeckerin. Daher habe ich beschlossen, alles Essbare in der neuen Welt zu dokumentieren, um ein Lexikon zu schreiben. Ich hatte für eine Weile im Lager nichts zu tun, also bin ich los und habe nach Zutaten gesucht. Nick. Tut mir leid, ich konnte mich nicht bremsen. Zu viel lecker aussehende Dinge in der neuen Welt. Verstehe, du bist eine klassische Draufgängerin. Mag nicht. Trotz der Gefahr hast du nichts falsch gemacht. Es ist besser, sein Leben bei der Jagd auf seinen Träumen zu riskieren, als ein fauler Nichtsnutz zu sein. Weißt du was? Wir alle haben unser Leben riskiert, als wir in die neue Welt gekommen sind. Wir sind halt so. Zurück zur eigentlichen Sache, mutige Jägerin. Wir haben etwas für dich. Das ist das neue Spezialwerkzeug, das wir dank deiner Informationen über den Demon Joe entwickeln konnten. Wir wissen, dass du es weise nutzen wirst. Nun, wir müssen wieder draußen unsere Forschung fortsetzen. Liebe Wildexpertin, wir freuen uns, eines Tages deine Werke zu lesen. Pass auf dich auf und möge der Saphirstern deinen Weg erhellen. Drachenschutzmantel, ja! Okay, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Tagesmenü, flambierte Jäger. Okay, wir haben eine neue Quest zu absolvieren. Ist das unter Optionale? Warte mal, ich guck mal kurz eben. Sehr schön. Tagesmenü, flambiert. Ey, jage ein Demon Joe. Okay. Ich glaube, das werde ich im Stream machen. In der nächsten Folge, keine Ahnung, was wir machen. Wir werden uns so ein bisschen mit dem Demon Joe beschäftigen, gucken, dass wir seine Rüstung und seine Waffen basteln. Und ja, kann ich jetzt schon mal reingucken. Die Folge ist fast zu Ende, da können wir mal kurz eben gucken, wie die Rüstung aussieht.
Die Waffe werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Bei der Rüstung bin ich mir noch nicht so sicher, aber wir schauen mal, was die kann. Hallo. Mensch, Mensch. So, Ausrüstung schmieden. Rüstung. Zack. Wackelwurmkopf. Ja, sehr schön. Ja, klar. Weit runter. Kommissionsset. Drachenkönig da. 376. 306. Ist also schlechter. Es befindet sich im lilanen Bereich. Wie sieht's aus? Ist nicht mein Style. Muss ich auch gar nicht haben, die Rüstung. Aber die Waffe hätte ich gerne. Und da kommen wir dann, denke ich mal, die nächsten Tage dazu. An der Stelle jetzt dann auch wieder danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen. Oder falls ihr wollt, einen Daumen hoch. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, bye.